Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Resident Evil 3. So, okay. Wir sind in der Kanalisation gelandet. Mit einem Granatwerfer, den ich euch eigentlich gerade zeigen wollte, aber aus Versehen jetzt dann doch die Notiz aufgenommen habe. Tagebuch des Forschungsassistenten. Gibt es irgendwas Interessantes? Hormone, Medikamente. Okay, das werden die Viecher sein, die uns hier, glaube ich, gerade geschickt angreifen. Wassertemperatur beträgt für eine 25 Grad und der pH-Wert liegt bei 5,8. Ich müsste lügen, wenn ich in Chemie richtig aufgepasst habe, ist der Standard-Normal-pH-Wert 7 oder 8. Also ist er nah dran an dem Standard-pH-Wert. Das dafür, dass wir in der Kanalisation sind. So, ich wollte euch hier gucken. Ein Granat. Das Problem ist nur gerade, wir haben nur zwei Schuss für das Ding. Damn! Ich muss ja. Kann das sein, dass das Spiel auf. Nein, ich bin. Dass es auf einmal übel laut ist? Oder täuscht das einfach nur? Ich finde es tatsächlich gerade einfach mal mega laut. Also ich muss es tatsächlich. Ich werde es mal in meinen Kopfhörer ein bisschen leiser machen. Aber ich habe das Gefühl, dass es brüllt mich regelrecht an. Ich hoffe tatsächlich, weil ich auch meine Stimme tatsächlich ein bisschen leiser gemacht habe. Dass ich gehe jetzt nicht zu laut und Stimme zu leise. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. So. Ja, sieht nach Forschungslabor aus, ne? Irgendwo in der Kanalisation. Och nee, oder? Ey, das passt mir einfach mal gerade überhaupt gar nicht. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, wir konnten kombinieren. Aber das ging nicht, okay. Was so machen? Also man konnte eigentlich auch Brandgranaten verstehen. Sprengstoff. Ach ja, stimmt. Das konnte man machen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz. So, jetzt müsste ich tatsächlich zwei Plätze frei haben. Da kann ich auf jeden Fall den Akku mitnehmen. Den muss ich mitnehmen. Ich muss das grüne Kraut muss ich hier. Habe ich überhaupt noch irgendwas dann zum Heilen? Nee, ne?
Entschuldigung. Ein Liebesbrief. Meine liebe Kolleginnen. Gottes Willen. Ey, am frühen Morgen aufnehmen ist absolut. Meine kleinen Lieblinge. Wirklich. Eieiei, also 3 Monate her, wir sind zusammen hier geschont und so weiter und so weiter und so weiter mit Stolz und so weiter. Ja, wann ist da noch ein. Okay. Also er wusste, woran er hier arbeitet. Er wusste auch, dass er nicht wieder zurückkommt. Dementsprechend hat er einen Brief verfasst. Das Problem ist halt nur, dass dieser Brief seine Kinder nie erreicht. So, und ich muss tatsächlich jetzt mal gucken. Es gab 2 Treppen, die ich hochgehen konnte, wo ich den Akku reinballern konnte. Das eine sah interessant aus, das andere auch nicht. Das heißt, da muss ich, glaube ich, hin. Nee. Wir müssen auf jeden Fall wieder zurück. So, ich muss da lang. Ah ja, ich komme da gar nicht mehr hoch. Okay, dann müssen wir doch den nehmen. Weil da hinten war irgendwo eine Tür, die wollte ich eigentlich aufmachen. Doch, da komme ich hin. Ich glaube, wenn ich die Tür hier aufkriege, würde ich da, glaube ich, hinkommen. Ja, wir gucken jetzt erstmal kurz hier rein. Würde interessieren, ob man hinterher den Akku mitnehmen kann. Wieder. Erstmal so ein Vieh von hier unten hochguckt. Was ist denn das zu fassen? So. Warte mal, das ist jetzt genau. Und jetzt müssten wir theoretisch den Akku wieder mitnehmen. Perfekt. Wir linsen uns ja natürlich erstmal noch ein bisschen um. Wäre jetzt so eine Frage, wo gehen wir zuerst rein und wo nicht? Ah, lol! Ja. Eine Gürteltasche. Den, 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 den. Ach, sehr nice. Ach, schön, schön, schön. Ich hätte es jetzt viel geiler gefunden, wenn jetzt so ein Nemesis vorbeigestanden wäre. Und hier so stehst und dann nur. Ich glaube, da hätte ich schon wieder voll Panik geschoben. Das hätte ich tatsächlich schon wieder echt gruselig gefunden und. Da wäre mein Puls schon wieder auf 180, weil ich wüsste, ich müsste gleich weglaufen. Ich hasse Spiele, wo ich weglaufen muss. Dann lieber fighten.
Also ich fand ja tatsächlich Mr. X bei Resident Evil 2 tatsächlich angenehmer. Aber hier in Nemesis ist mir, ups, ist mir tatsächlich einfach irgendwie too much. So, aber egal. Kann man hier irgendwas kombinieren? Nein, kann man gerade nicht. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Wow! Wow! Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und damit erst recht nicht. Piss dich, Spaß. Oh, genau das hasse ich, ey. Alter Verwalter. Ab rüber. Keine, wie schnell der ist. Der ist doch, glaube ich, jetzt schon hier oben, ne? Jo, da ist er. Gucke doch nicht ewig. Kann die springen? Ja, das macht sie von allein. Alles gut. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will ja nicht sagen, aber was die an Waffen dabei hat. Also schon alleine der Granatwerfer kostet, glaube ich, 10 bis 15 Kilo, wenn nicht sogar was noch mehr. Ja klar, gar kein Problem. Ey, wir haben erstmal eine Kiste. Da kann man erstmal. Kann man erstmal alles rausnehmen, ein bisschen kombinieren und tun und machen. Wäre natürlich die ganze Bude verkehrt, aber hier gibt es auch einverstanden. Oh ne, ich ahne Böses. Aber hier gibt es keine Munition weiter. Aber ich ahne trotzdem, wo ich es von mir speichern kann. Und es wird einen Kampf geben. Uiuiui. Oh, das hat mich mit erwischt. Dammit. Lol.
Kann ich das eigentlich? Das kann ich sogar kombinieren. Oh, Entschuldigung. Das kann ich natürlich nicht kombinieren. Ich hab keine Pistolenmuni mehr. Lol. Kann man das aufmachen? Ich raste aus. Als ob. Ich sehe gerade, dass hier überall Munition rumliegt. Nein, das ist besser. Nur mal die Augen aufmachen. Ach, fick dich, Mann. Ich hasse es. Ohne Scheiß. Das sieht nur so gesagt. Du hast keine Chance wegzulaufen. Ständig derselbe Mist, Alter. Das sieht nur so auf den Zwirn. Das hab ich auch nicht gesehen. Ohne Mist, das sieht nur so auf den Sack. Und das war von vornherein klar, dass hier so, naja, Brustkampf stattfindet. Also es geht auf jeden Fall um den Scheiß-Tank, den da hinten ist. Ja, klar. Ja, in der Mitte Mist. Was kommt weiter? Wie sieht's denn aus? Gelb. Lag hier nicht irgendwo noch was Rotes rum? Nein, hier ist auch noch so eine Kiste. Schönes Kraut.
das kombinieren. Langsam wird es echt ein bisschen enger, ja. Ich muss das mal nehmen, die hat. Eiert mir irgendwie zu sehr auf halb 9. Heiß. Nimmt das Ding mal wieder. Jetzt geht's wieder. Gut. Komm, komm. Ja, er ist tatsächlich noch fit. Das nervt mich gerade eigentlich auch ziemlich. Tatsächlich, das Schlimme ist auch noch, er ist dementsprechend auch jetzt schneller. Die rum wird doch schon wieder auf 8:30 hier rum. Langsam geht mir vor allen Dingen auch die Munition aus, ja. Also sobald der wieder aktiv ist, habe ich einen einzigen Versuch, das Ding zu treffen und ihn noch mal ein bisschen anzuschießen, aber ansonsten ist es dann Ende im Gelände. Ich weiß noch nicht, ob das Ding da kaputt geht. Nein, geht's nicht. So war es eigentlich nicht geplant. Oh Gott sei Dank.
Juhe, okay, es wurde knapp, ne? Carlos, hier Jill, hörst du mich? Laut und deutlich, alles klar bei dir? Ja, der Mistkerl ist tot. Gut, scheiß Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich! So, heißt das eigentlich, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen durch die City steppen können? Ich habe nämlich mal in die Kommentare geguckt. Da gibt es tatsächlich den einen, der gefragt hat, der eine Safe, den wir gefunden haben. Wo ich gesagt habe, der kennt die Kombination, wir nicht. Wurde gefragt, ob ich weiß, wo die Safe-Kombination ist. Wir wissen auch, dass es eine Frau geben muss, die Kombination hat. Dementsprechend werde ich nächste Folge definitiv nutzen. Sofern wir dann nochmal in die Gegend kommen. Das ist die Nemesis vorhin hat fallen lassen. Das ist so gut. Ich glaube nicht, weil hier geht es nämlich schon von Station. Aber da ist eine Tür, die offen ist. Ich weiß, wir verblasen hier gerade sinnlos Munition. Das ist mir tatsächlich bewusst. Ich will mich ja tatsächlich doch mal ganz kurz ein bisschen ungestört bewegen können. Und auch ein bisschen umgucken. Ey, vor allen Dingen Gunshop. Da wird es doch wohl Waffen und Munition drin geben, oder? Obwohl, nee. Ausnahmezustand, die werden den ganzen Scheiß. So, das sollten wir gleich nehmen. Geil. Geil, 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 geil. Für die Flinte. Kann ich das jetzt gerade nicht kombinieren? Muss ich die dazu jetzt erst rausnehmen? Nee. Okay, also wir finden übel viel Stuff für unsere Schrotflinte. Aber so für die Pistole oder irgendwas? Ich hab doch gar nichts gefunden. Halt! Mist, Jill! Kendo, oh, dir geht's gut. Gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt, hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Ja. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Nein, du bleibst hier. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse vorne beim Laden, okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Kriegt man das mit, wie er sie erschießt? Weil sie wird sich definitiv verwandeln.
Aber warum ist Jill das nicht aufgefallen? Dass da ein Kind gehustet hat oder irgendwas. Warum war der das jetzt so egal? Das verstehe ich nicht. Also ganz ehrlich. Warum der das jetzt gerade. Die hat jeden. Die hat vorhin denn diesen einen Typen. Also, ja doch, vorhin. Je nachdem, wo man es kommt. Den wollte sie unbedingt aus dem Truck mit rausnehmen, wollte sagen, ja, hier, kommen sie mit, und hast du nicht gesehen, und blablabla. Und hier hustet im Hintergrund ein Mädchen. Der interessiert's einfach nicht. Naja, gut, okay. Aber damit werden wir uns erst in der nächsten Folge beschäftigen. Jungs, Mädels, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn euch der Shit gefallen hat, lasst einen Kommentar oder ein Like, da würde mir sehr helfen. Dementsprechend, see ya, bis zur nächsten Folge.